Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Eros mit eurem Metakurs. So, ja. Der Livestream. Der lief nicht ganz so, wie er wollte. Da ist mit einem schönen Teil von Botania. Was ist das? Also, ein Problem gab. Und ich musste ein Backup aufspielen. Deswegen brauche ich euch eigentlich so weit. Habe ich nur eine Kleinigkeit wiederhergestellt. Und das ist das da. Pretty Splat. So. Und dementsprechend gibt es auch nicht viel zu zeigen. Mal kurz ausleuchten. Und es hat mir jetzt gereicht. Ich werde jetzt diese Woche leider nur für drei Folgen hochladen. Also Montag, Mittwoch und Freitag. Denn ich werde mich jetzt wirklich drum kümmern. Oder eher gesagt noch mehr als vorher, weil mich das diese ganzen Serverabstürze mit dieser blöden 189 doch sowas auf den Senkel geht, dass ich jetzt auf 1.7.10 downgrade. Ich war schon kurz am Überlegen, 1.10, aber das, ja, es gibt dann halt einige Mods, die ich unbedingt haben möchte, die es aber nicht auf 1.10 gibt. Dementsprechend 1.7.10 und damit ist die Sache dann gegessen. Da gibt es dann noch mehr Möglichkeiten und es wird dann um einiges stabiler laufen. Ja, gut. Also, da machen wir jetzt nicht weiter. Ich habe hier jetzt so eine Plattform. Hier werde ich dann meine Bäume züchten. Da drin kommen dann auch noch so ein paar Sachen rein für diese Resourceful Crops. Den Mod wird es natürlich weitergeben bei Resourceful Crops. Den gibt es auf 1.7.10. Die Mods habe ich schon alle rausgesucht. Und ja. Ja. Das ist natürlich sowas von bescheiden. Dementsprechend werdet ihr dann viel mehr sehen. Und ja, es geht dann wieder los. Gibt es dann noch andere Mods, die ihr auch schon so ein bisschen kennt. Und ja, freut euch einfach drauf. Wisserschädel. Brauch Wisserschädel. Holen wir uns mal hier drüben. Ernten wir mal ab. Hopp. Ah, schade. Kann ich nicht. So. Muss ich mal warten. Gut, dann bauen wir hier vorne den Eingang weiter. Der muss ja auch mal langsam fertig werden. Habe ich vielleicht noch welche rumliegen? Nee, kein Ölserschädel mehr da. Ah, da habe ich nicht das. Sabine hat welche gesucht. Ja, kann ich ja sagen, liegen in einer Kiste. Ja, der Eingang. Fehlt noch der letzte Feinschliff. Paar Stufen. Die Brücke kann weg. Und ich werde auch weniger mit diesem komischen, bis das Update ist, werde ich weiter mit der schönen Steinspitzhacke arbeiten, Steinaxt arbeiten. Weil das Botania-Ding ist zwar schön und toll, nur irgendwie, weil das ja die ausgereifte Botania-Version nur für 1.7.10 gibt. Gibt es doch leider ein paar kleine Problemchen. Müssen wir jetzt erstmal die schöne Brücke abreißen von dem lieben Niklas, die er hier gebaut hat. Weil das passt jetzt so gar nicht hier rein. Jedenfalls da, wo ich sie hinmachen will. Also, die Brücke muss weg. Die Brücke muss weg. Okay. Da hat doch so ein blödes Skelett gerade auf mich geschossen.
Kein Skelett. Okay. Oh, mit 1.7.10 gibt es ja noch ein paar Mods. Oh, womit man die Monster wieder schön stärker machen kann. Also ein bisschen stärkere Monster. Dafür weniger, aber stärker. Ist auch okay. Rundflug brauchen wir nicht machen. Weil, wie schon gesagt, das Update, das Backup, was ich aufspielen musste, hat, ja, ungefähr 1,5 Stunden vor dem Livestream hat der Server ein Backup gemacht. Niklas wird sich wieder freuen. Der hatte ja schön das Dach von dem Haupthaus, da oben diesen Turm, hat da schon eigentlich soweit fertig gemacht. Das sah auch recht gut aus. Jetzt fehlt da nur wieder die Hälfte. Das ist blöd. Naja. Ja, wir haben ja noch so viele Steindinger, also können wir die auch mal verbrauchen. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Da muss ich hin. Das ist ja gerade ein bisschen ruhig. Warte mal. Ich habe nämlich vergessen, die Liebe und die Musik vom lieben Vorsicht. Da muss ich mal nachfragen, ob der vielleicht noch ein paar mehr Lieder hat. Oder ob er da hier welche kennt. Weil man darf ja nicht so einfach jedes Lied benutzen. Warte, ist jetzt laut? Nein, doch nicht. Ja? Da. Man darf ja nicht einfach so jedes Lied benutzen, worauf man Lust hat. Wahrscheinlich werden, so, wenn man noch nicht so ganz so groß ist, da einige Privatkünstler nicht ganz sofort darauf reagieren, dass man von denen Musik benutzt. Aber man lieber auf der richtigen Seite sein, weil wir sind hier in Deutschland. Da ist das mit Musikrechten und sowas doch ganz bisschen, ja, ne? Nicht so. Dann kommt die GEMA an. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Und das wollen wir ja nicht, dass die dann rummeckern. Und YouTube kann dann auch sagen, nee, hier, du, darfst du nicht. Kriegst da Ärger. Und das, nee, 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 nee. So. Dann machen wir das. Hier brauchen wir erstmal einen Zaun. Das Dorn muss ich auch noch machen. Warte mal. Genau, wir brauchen bemooste Bricks. Vorne war, glaube ich, irgendwo ein Turm. Irgendwo da. Nein? Doch? Da. Nein? Da. Dann gehen wir gleich auf die zweite Ebene runter, da gibt es gleich ein bisschen mehr, dann geht das ein bisschen schneller. Nein. Nein. Da. Unten gibt es nämlich mehr. Monster, aber das ist doch, als wenn die uns was machen könnten. Schönes Deckendesign. Zerlegen wir mal den Dungeon. Warum craften, wenn man hier so ein schönes Zeug findet? Ach, hier war auch schon einer. Gehen wir noch eine Etage tiefer. Ja, hier gibt es noch mehr. Also, falls ihr mal so ein Zeug farmen geht und ihr habt da solche Dungeons, warum craften? Dauert doch viel länger.
Und der Aufwand, naja, könnt ihr auch hier lieber solchen Dungeon suchen und den zerlegen. Und ihr seht, wie viel ich hier kriege. So, warte mal, das können. Fackeln sind eingezogen. Ah, hier gibt es diese schönen Lee. Das ist gut. Muss ich mir nämlich auch merken, dass ich hier auch die Dschungel-Leaves kriege, weil die brauche ich später. Es wird nämlich ein Mod drauf kommen, den ich eigentlich schon immer haben wollte. Tschüss. Da kann man schöne Sachen mitmachen. Und dafür brauchen wir ja dieses Zeug. Das können wir. Diesen werden eingesaugt. Zack. Oh, jetzt haben wir genug. Ach komm, machen wir uns anders. Spawn. Ne, was mache ich denn hier? Spawn. So. Ihr seht, ich habe auch Chunk Animator rausgenommen. Sieht zwar schön aus, aber ja, nee. Warte mal, genau. Ich wollte hier unten. Unter Wasser, da ist ja alles bemoost, also da können wir nicht normal Bricks nehmen. Ist ja alles dreckig hier unten. Oh, hier fällt mir schon was Tolles für ein. Oh, da habe ich auch eine Idee. Oh, habe ich eine geile Idee. Oh, da geht mir gleich einer ab. Ja, oh, yep, da weiß ich schon was. Jo, dann machen wir hier. Da muss ich dann auch noch weiter runter die Mauer ziehen. Aber das können wir erstmal so lassen. Ja. Jo. Leider gibt es dann diesen Mod von Villager Box. Leider nicht für 1.7.10. Ich finde das echt schade, weil der erst ab 1.8 programmiert wurde. Also müssen die Spieler hier auf dem Server noch ihre Münzen eintauschen. Das heißt, wir müssen dann mal Villager spawnen. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Gucken wir mal, was es so für Villager gibt, was wir für unser Geld kriegen. Ja, in der nächsten Folge machen wir, also wir machen das jetzt hier erstmal so. Zack, 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 zack. Ja, ein bisschen fertig. In der nächsten Folge holen wir uns mal Villager Box. Und holen wir uns mal Villager, weil so viele Münzen wie ich schon habe, das ist nicht noch normal. Und da müssen wir mal was machen. Aber erstmal hier jetzt, da würde ich sagen, weil ihr seht da, zeige ich euch. Da, warte. Da, eine Kiste voll. Goldmünzen, Silbermünzen und noch eine Kiste voll. Ganz viele Kisten voll. So, Grabbelkisten zum Aussortieren für später. Wenn ich nicht aufnehme. Ich glaube, da werde ich mir noch einen größeren Vorrat anschaffen. In Grabbelkisten. Jo. Her? Ah, ne. Ups. Kann ich nämlich schneller einfach mal reinmachen. Und wenn ich dann jetzt nicht aufnehme, ganz normal spiele, dann kann ich einfach das Zeug reinschmeißen. Dann muss ich mich während der Aufnahme nicht damit befassen, das wegzusortieren. Das mache ich dann offscreen. Wir sitzen da. Nein, das setzen wir nicht so ein. Aber da muss ich mir gleich noch was einfallen lassen. Aber hier können wir mal sowas hinsetzen. Alles noch nicht ganz so fertig. Seht ihr ja? Ist alles so ein halbes Ding, was ich hier baue. Hier baue ich was, da habe ich eine Baustelle, das da will ich machen. Ihr kennt das ja, ja? Ihr habt so viele Ideen, so tolle Ideen und dann... Ah, was mache ich denn? Und dann muss ich, dann versuche ich das ja noch so... Ey!
so in Folgen zu pressen. Naja, nicht pressen, aber zu machen, dass ich an meinem Haus will ich ja nur offscreen, will ich ja nur bauen, wenn ich aufnehme. Und dann, ja, ist das alles nicht so toll. So, jetzt brauche ich Nether Brick Slabs. Dann wollen wir mal das hier wieder wegmachen, weil da kommen. Nö, das nicht. Das nicht. Aber das muss weg. Ja. Machen wir uns hier gleich mal ein paar. Wupp. Eingang mit dem Obsidian muss ich auch noch was machen. Also will ich auch mit mehr Slabs arbeiten. So. Nee, der muss weg. Da muss so einer hin. So einem. Ja. Ja, warte. Ja, so einer muss dahin. Und ja, so schöne lange Stufen. Autsch. Haben wir nicht nur, wahrscheinlich habe ich irgendwo noch Slabs rumliegen, aber ich habe auch so viel Nether Bricks. Ich war so viel Farm einmal. Aber der Spitzhacke im Nether, das Zeug abfarmen. Das geht flott. Ja, da können wir mal hier reinsetzen. Gut, hier. Wie sieht das denn jetzt von der Seite aus? Kommt so einer hin? So, nee, da geht das nicht. Da setzen wir so eine hin. Gut, da will ich die Brücke dahin machen. Da wird dann der Eingang hinlaufen. Und dann irgendwie der Tunnel muss auch noch hinzugefügt werden. Und da soll ja hier der Weg rüber. Irgendwie hier hin, dass man hier so eine Plattform kommt. Man hier hoch kann und auch da dann rüber. Oh, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, irgendwas fällt mir da schon ein. So wie immer. Einfach drauf losbauen. Irgendwas Schönes wird das ja schon. Das ist jetzt blöd. Ja, machen wir so. Warte mal, wir haben da noch einen hier. Ja. Nee. Haben wir noch welche? Dann kommen die hier dazwischen. Haben wir hier unten alles ausgeleuchtet? Alles ausgeleuchtet. Hier alles ausgeleuchtet. Passt. Ja. Das machen wir jetzt fertig. Stellen ein paar Fackeln hin. Und ja. Noch? Ja, hab ich. Eigentlich ist auch so ein Dungeon gut für Bricks farmen. Einen ganzen Dungeon abfarmen. Spart ihr euch Unmengen an Kohle oder eine Silk Touch. Ja. Und so, und so, und so. Und dann werde ich
Ja, ich werde dann noch. Weil eigentlich wollte ich in dieser Folge, oder eher gesagt im Livestream, hatte ich eigentlich vor, mich mit Evilcraft zu beschäftigen. Nur leider, ja, wurde nichts draus. Da muss ich mir dann noch ein Räumchen bauen, wo ich Evilcraft drin mache. Da werde ich, ich glaube, werde ich mir noch einen Raum suchen, den werde ich dann ausheben. Räume kann ich ja eigentlich schon vorbereiten. Das ist ja nur stumpfes Löcherbuddeln. Dann wollten wir eigentlich im Livestream auch noch eine Brücke sprengen. Ja, dann haben wir jetzt genug Zeit, mehr TNT zu fahren, weil das war zu wenig. Ich hatte nur 32 TNT und da kann man keine Brücke mitsprengen. Nee, das geht ja gar nicht. 32 TNT. Das gibt doch keinen Bums. Das ist doch nur ein Fupp. Warte mal, könnte man die nicht wieder zusammencraften? Nein. Scheiße, nur zu den anderen. Ja, die anderen wollen wir nicht. Ein bisschen gucken, haben wir hier. Und den müssten wir noch haben. Habe ich welche gesehen? Da. Oh, nicht der für noch ein paar. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das halt der Livestream nicht so lang war, aber mein erstes Modpack, was ich erstelle, und man wird nur schlauer da draus. Ich sag euch auch schon gleich, mir ist schon eine Idee fürs nächste Modpack gekommen, aber bis dahin, ich muss erstmal das hier fertig werden. Und es soll so sein, wie ich es möchte und nicht wie das Modpack es möchte. Es ist nicht ganz so leicht. So von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und dann sowas machen. Und dann groß ankündigen, dass das Modpack im September rauskommt. Ja, ich habe mich da doch ein bisschen überschätzt. Es waren ja nur so grobe Schätzungen. Wer aus Berlin kommt, kennt das ja mit Terminplanung. Der hat da ja schon so einige Erfahrungen. Da gibt es so einen kleinen Flughafen, der irgendwie immer noch nicht fertig ist. Die haben ja auch gesagt, der soll ja fertig sein. Und ist es? Nö. So, was haben wir denn für Fenster? Na, Freunde. Mal gucken. Oh, was ist das? Ach, nee. Nee, den Furnace-Mod wollen wir nicht. Weißer Zaun. Eisenzaun. Gucken wir uns das mal an. Eisen, was brauchen wir da? Stein. Oh, von dem Zeug da oben haben wir ganz viel. Gucken wir uns mal Fenster, sonst Stuff, Zeugs an. Da brauchen wir hier von diesem. Davon habe ich eine Menge. Dann nehmen wir uns mal. Ne, ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Nehmen wir mal 3 Stacks vielleicht mit. Eisen habe ich. Ich brauche schon lange nicht mehr Farm, weil ich aber zu viel Eisen habe. Hier noch Eisen drin? Nein. Oh, hier. Seht, wie viele Blöcke. Und ich habe bestimmt hier hinten noch auch noch was. Oder habe ich schon alles rausgepult? Weil ihr seht, oh, das ist blöd. Kuga lootet Blut. Oh, kann er das mal leer machen? Aha. Er tropft da irgendwann sogar Blut raus. Coole Sache. Gucken wir uns mal hier Eisenzaun. Gucken wir mal, wo da der Unterschied. Aha. Gucken wir uns, machen wir aber noch nicht so viel, machen wir uns das da und gucken wir mal, was da mit dem Eisen wieder aussieht. Vielleicht sieht der ja sogar cool. Ja. Hey. Werkkette. Die
Eisenzaun kann man nehmen. Ja. Ist gekauft. Gibt's auch einen Elektrozaun, aber den nehmen wir nicht. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man den übereinander packt? Geht nicht. Okay. Okay, ist auch okay. Oh. Hey. Ah, das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Ja, hier. So einen brauchte ich doch gerade. Ja. Brauche sogar noch mehr. Okay, wir haben einen. Wartet mal. Vielleicht kann man da ja mit was machen. Ah. Ups. Einfach gemacht, nicht nachgedacht. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Also. Die gebogen, also dieser Knick kommt in die Seite. Dann können wir auch. Machen wir uns ein paar mehr. Was brauchen wir noch? Das heißt, der muss hier rum. Der muss hier rum. Der muss hier rum. Brauchen wir noch mehr. Das sind die einzelnen Dinger. Gut zu wissen. Müssen wir. Hier einen hin, hier einen hin. Ah, coole Sache. Also der Mod wird jedenfalls auch wieder in der nächsten Version dabei sein. Na, warte mal. Ja doch. Nein! Du sollst so rum. Ey! Hä? Willst du mich jetzt verscheißern? Jetzt mach das! Dumme Sau, du. Da! Der will nicht hier rüber. Wenn ich mir jetzt hier hingucke. Kriegt ihr noch da? Auch nicht? Nein! Der will nicht! An welcher Seite habe ich noch nicht geguckt? Von der hier. Ha! Bekloppt! Jo! Haben wir einen Zaun. Da muss ich auch noch ausleuchten. So, ein bisschen haben wir ja geschafft. Und jetzt werden wir uns gleich mal mit Villager Boxen also in der nächsten Folge befassen. Also, bis dann. Tschüss.